Damit willkommen zu F1's 23 Mega Season. Wir sind heute in Japan und was steht an? Natürlich der große Preis. Ich lade das hier quasi zur selben Zeit hoch, als das Formel 1 Rennen ist oder gerade erst ausgegangen ist. Also ich habe keine Ahnung, was im Rennen passiert wird. Deswegen können wir auch diese Predictions heute mit euch, kann ich euch ein paar Predictions mit euch machen und werden noch ein bisschen über das Qualifying reden. 5,8 Kilometer, eine DRS-Zone lediglich. Abonniert gern kostenlos den Channel und das ist Suzuka, die einzige 8 im Kalender. Ich bin mega hyped. Wir konnten uns nach dem Qualifying gestern auf der Pole Position einbetten. Also schaut doch gerne oben rechts vorbei, falls ihr da den gestrigen Teil noch nicht gesehen habt oder vielleicht mal durch die ganze Serie klicken wollt. Aber jetzt geht's ins Rennen rein. Wir sind schon unten auf. Hier sind wir nun, Leute, in der Startaufstellung und die Lichter, sie gehen schon an und lights out und let's go, Leute. Ab ins Rennen von Suzuka. 35% Rennen, selbst schalten, selbst bremsen und KI 90. Ja, ich weiß, es ist nur die 90er KI. Ich bin mir ganz unsicher auf dieser Strecke, denn ich bin kein Pro hier. Jetzt, der Start lief ziemlich gut, es geht in die Erstes rauf. Da kann man eigentlich eh kaum überholen. Ich bin ziemlich unsicher, das Auto fühlt sich ein Ticken anders an, natürlich auch, weil ein bisschen mehr Benzin im Auto drin ist, aber auch natürlich, ja, weil es ungewohnt ist. Du bist unter Druck ein bisschen. Alle anderen haben gefühlt eine andere Strategie gewählt wie wir. Also da Russell ist noch auf Rot gegangen, aber dahinter jeder gefühlt mit Gelb. Boah, das sind Aufnahmen. Ich hoffe, euch gefällt das auch mit diesen teilweise Außenperspektive. Schreibt das unbedingt gerne in die Kommentare, wie ihr das so findet. Und dann geht es hier rauf in Mini Spoon. Das ist auch eine ganz, ganz haarige Kurvenkombi hier. Aber natürlich dann Spoon 130, eher diese letzte Schikane. Natürlich damals mit Senna, mit Prost, mit Schumacher und Alonso. Ja, es waren immer geschichtsträchtige Sachen auf dieser Strecke unterwegs. Boah, ich komme dann eben die Strecke ganz, ganz blöd, denn das war ein wichtiger Exit, der mir jetzt hier flöten gegangen ist. Jetzt guckt euch mal an, wie sich Russell da an uns dran saugen kann und Richtung 130, ja, wird es doch tatsächlich versuchen, nach innen zu stechen. Doch außen können wir hier mit der besseren Traktion noch glänzen. Aber mit dem habe ich nicht gerechnet, dass die KI das so gut mithalten kann. Also nach dem Qualifying war schon klar, dass es eng zugeht. Aber dass es dann so knapp werden wird, das habe ich nicht geglaubt. Auch dass Verstappen und Perez mit dem gelben Reifen, mit dem vermeintlich langsameren Reifen, uns da richtig gut folgen können. Das finde ich sehr interessant. Und ich bin auch gespannt, auf welche Strategie die KI gehen wird. Denn wie ich sie meistens kenne, gehen die von Rot irgendwie auf von Gelb irgendwie auf Weiß, aber vielleicht hat doch mal die KI was Besseres drauf, als wie so ein dummer Dünsch ist. Also gucken wir uns jetzt nochmal die Replay an. Vorhin gerade mal gesehen, ich komme echt gut weg vom Fleck und Turn 1, ja, gehört dann quasi mir. Russells Strategie ist aufgegangen, er ist nur von 3 gestartet, doch mit dem roten Reifen hat er einen besseren Start und vor allem auch sich mit der Innenseite da auch die bessere Ausgangsposition für. Ja gut, er ist irgendwie so reingezogen, er war einfach viel schneller mit dem roten Reifen. Wir sind mittlerweile in der dritten Runde, ich konnte mich ein bisschen absetzen. Doch das viel Interessantere ist, Verstappen hat Russell überholt und kann eigentlich quasi 1:1 unsere Pace gehen. Das finde ich dann echt beachtlich, wie schnell dieser Red Bull ist. Und das macht dann doch schon den, er bringt dann doch schon die ein oder andere Sorgenfalte, wenn du weißt, so, dieser Red Bull ist unnormal schnell, unnormal Pace, das ist wirklich, wir müssen uns dann noch mehr zusammenreißen und vor allem noch mehr keine Fehler machen. Vierte Runde, das ist auch eine coole Kamera an sich, da sieht das Auto richtig abgemagert aus. Apropos, wir gucken natürlich auch ein bisschen auf das gestrige Qualifying, auch wenn es erst ein paar Stunden her, gut, ein Tag ist schon fast her, muss ich euch sagen, das war auf jeden Fall eine verdiente Doppelpole für die Red Bulls. Die haben eigentlich da kaum ein Geheimnis draus gemacht, dass sie da der Favorit sind, dass sie das
beste Paket, das schnellste Auto haben. Und Perez hat das auch ziemlich spannend noch gemacht. Ich meine, wenn Russell nicht gewesen wäre, glaube ich auch nicht, dass er die Pole geholt hätte. Aber dennoch, mit nur 66.000 Rückstand ist das tatsächlich ein so knappes Ergebnis. Yuki ist draußen und das bei meinem Grand Prix. Das tut mir natürlich extrem leid. Jetzt schaut es echt gut aus. Die roten Reifen greifen extrem. Wir haben hier 2 Sekunden Vorsprung. Es gab natürlich auch weiter hinter Diskussionsstoff. Denn die Mercedes sahen eigentlich in FP3 ziemlich stark aus, haben dann aber auch ziemlich stark nachgelassen. Man war dann zwischenzeitlich mal 7 Zehntel langsamer. Ja, dann hat sich das irgendwie bei einer halben Sekunde eingependelt. Aber Russell auch sehr enttäuschend. Das erste Mal, dass Hamilton ihn da generell geschlagen hat, glaube ich, im Qualifying. Also der war da, das war nicht sein bestes Rennen, aber Hamilton hat auch gesagt, das war einfach, ja, seiner Meinung nach, das so war ein Auto perfekt, obwohl man eigentlich langsam war, hat er gesagt, war das Auto endlich mal wieder steuerbar. 8. Runde, Leute, und ihr wisst, was jetzt kommt, der Boxenstopp. Wir gehen etwas früher rein, ich wollte erst 9. kommen, aber die Reifen haben abgebaut und ich habe auch gesehen, dass in den letzten Runden, ja, guckt euch mal diese Lücken an. Wenn die Boxen echt so wäre, das würde ich echt feiern, aber das ist dann so schon sehr unrealistisch, wenn ich mir angucke, was für eine Hugelpiste das da ist. Also, sorry, das glaubt euch doch kein Mensch, Leute. Das glaubt euch niemand. Ja, und dann war es eigentlich, das Qualifying war weiterhin. Oh, wir kommen genau in diese Scheißgruppe. Wenn ich eine Runde früher gekommen wäre, hätte ich mir das Ganze erspart. Aber so muss ich das ganze leidliche Thema hier durchquetschen. Und die werden mir die ein oder andere Sekunde auf jeden Fall kosten. Wir hatten nur 3 Sekunden Vorsprung. Jetzt einmal komplett final zurück zum Qualifying. Ganz, ganz spannend auch Norris. Immer schnellster erster Sektor. Das fand ich dann schon überraschend. Toll gemacht. Sainz sie auch. Leclerc ein bisschen enttäuschend. Hat den FP1, hat den Q1 einen Satz mehr gebraucht. Deswegen dann auch hintenrum einen Satz zu wenig gehabt. Und auch generell die Runde war katastrophal. Nur 8. Platz, also das ist dann wirklich echt schwache Leistung. Und hier wagen wir das Risiko gegen den Alpine. Egal, wir gehen zurück ins Renngeschehen hier. All in all eigentlich ein sehr spannendes Qualifying und auch Alonso auf P5 sehr, sehr, sehr stark. Wobei ich glaube, dass es im Rennen eher nach hinten gehen wird. Die Race Pace sah von dem Ferrari schon sehr stark aus. Aber da hat man auch den Wind rausgenommen und hat gesagt, macht euch da jetzt keine großen Hoffnungen. Hier muss ich noch einmal zurück in den Windschatten und entscheide mich dann doch für die rechte Seite, weil er dann, wie ich zurückgestochen habe, auf einmal links verteidigt hat. Und da können wir da 130 hier außen vorbeigehen. Kostet natürlich alles viel, viel, viel Zeit, die ich auch nicht habe eigentlich, aber die muss ich halt, das muss ich halt in Kauf nehmen, wenn ich dann zu früh in die Box komme. Jetzt wären eigentlich alle reingekommen. 9. Runde war eigentlich auch mein Ziel. Hoffentlich können wir den vor der ersten Kurven Kombi da überholen. Ah, locker. Wow, das geht mit Highspeed hier. 330 km/h vorbei am Alpine. Das ist schon wirklich krass. Auch im Game schaut das schon richtig, richtig krass aus und macht doch richtig viel Spaß. Piastri und Hamilton noch nicht in der Box, aber auch weiter vorne. Die waren noch nicht drinnen. Wow, das war nicht gut. Ich habe den Körper dann ein bisschen zu hardcore berührt und bin dann, ja, quasi hat mich der da weitergeleitet. Und ja, Purple im ersten Sektor hier, leichter Rutscher wieder drin. All in all, ich muss echt sagen, der gelbe Reifen gefällt mir gar nicht. Verstappen war noch nicht drin, aber uns ist Benz weg. Das ist tatsächlich ein Rookie-Fehler. Der passiert doch normalerweise nur Lance Stroll und ich bin hier tatsächlich, glücklicherweise kommt es nicht zum Crash. Ich lasse den mal vorbei, denn meine Reifen sind so heiß, ich kann jetzt sowieso die Pace nicht direkt da nach oben gehen. Das war natürlich jetzt genau das, was ich nicht gebraucht habe. Die beiden Alfa Romeos schlüpfen durch, aber noch viel schlimmer. Damit habe ich vermutlich jegliche Chance auf den Sieg vertan. Wir waren 15 Sekunden weg. Das hat sicher 5-6 Sekunden gekostet. Das war einfach scheiße, Mann. Das war echt nicht gut. Wir müssen uns auch in der Replay angucken. Ich bin neben die Strecke. Gucken wir uns das noch einmal hier in der Replay an. Ich rutsche hier. Quasi komme ich zu weit neben die Strecke und da ist die Strecke erbarmungslos. Mich dreht es hier direkt weg. Ich habe mich dann direkt entschieden zum Spin, weil ich auch gewusst habe, wenn ich da jetzt umdrehe und so, kommt es zur Kollision. Da musst du auch echt aufpassen. Ja, es ist blöd. Es ist wirklich sehr, sehr dumm gelaufen. Das müssen wir uns noch einmal hier angucken. Max Verstappen war mittlerweile schon in der Box und ist 2,5 Sekunden vor mir rausgekommen. Ich muss aber auch sagen, ich hatte viel Glück, dass Russell
eben nicht so so weit an uns dran war, denn somit konnten wir dann immerhin da das Schlimmste verhindern. Dennoch ist das echt traurig und bitter. Es hat auch ordentlich Hinterreifen, wobei nein, also da haben wir eigentlich noch okay, 7 Runden sind es noch zu gehen. Theoretisch hätte ich ja die besseren Reifen, aber praktisch weiß ich halt auch, dass das eine komplett schwierige Sache werden wird, in Japan zu überholen. Dran zu kommen ist das eine. Japan ist halt wirklich auch eine Strecke, wo du bei der Pool schon mehr als die Hälfte des Sieges hast. Und wir jetzt tatsächlich hier quasi chancenlos mal dastehen. 13. Runde ist es schon drin. Wir verlieren sogar Zeit. Wir verlieren Zeit auf den Red Bull. Und das zeigt dann halt auch, wie stark der weiße Reifen ist. Wobei ich auch nicht ganz verstehen kann, warum man mit Gelb startet. Dass man dann irgendwie ab Runde 12 auf Weiß geht und dann... Es macht für mich ganz wenig Sinn. EA, bitte. Es macht zu wenig Sinn, diese Strategien, die KI da macht. Jeder, der auf Gelb gestartet ist, ist auf Weiß gegangen. Das ist wirklich so eine komplett idiotische Strategie. Also die hätte ich nie im Leben gewählt. Also for real, die ist wirklich unter alles das auch. Wir sind 17. Runde, Leute. Ja, es ist absolut unmachbar. Dieser Mann vor mir hat so eine unmenschliche Pace. Also for real, der hat so eine... Ich kann das einfach nicht mitgehen. Er ist so verdammt schnell, dass es einfach nicht mehr schön ist. 6 Sekunden hat er uns schon aufgebrummt. Ich meine, ich kann zwar gut mich von Russell fernhalten, aber ich kann kaum Verstappen folgen. Diese weißen Reifen sind vermutlich jetzt gerade mal im Betriebsfenster und der fährt wirklich, der ballert jede Runde, fährt er da locker eine halbe bis Sekunde schneller. Am Anfang war das wirklich, der war so schwach, gerade im ersten Stint, und jetzt auf einmal ist dieser Red Bull sowas wie von einer Rakete geworden. Ich weiß nicht, ob der Unterboden irgendwie kaputt geworden ist, aber sehe ich auch kaum, sehe ich nichts in der MFA. Ich habe keine Ahnung, wo wir auf einmal jetzt die Pace verlieren und vor allem, wo dieser scheiß Red Bull die Pace jetzt auf einmal her hat. Das ist tatsächlich einfach nur krass, wie schnell dieses Fahrzeug vor mir ist. Egal, wir müssen das hier akzeptieren, wenn da kein Fehler von Verstappen oder Ausfall kommt, hoffentlich keiner von mir, dann könnte es immerhin für den zweiten Platz reichen. Ist natürlich bitter, wenn du vom Pole startest, aber mit diesem Spin habe ich absolut nicht gerechnet. Also ich bin sicher 4-5 Mal so die erste Kurve gefahren, vielleicht ein Ticken zu weit drüber gerutscht jetzt, bei diesem einen Run, aber da rechnest du auch nicht damit, da rechnest du auch nicht, dass du da direkt so viel an Boden verlierst oder direkt das Heck verlierst. Ich zumindest nicht. Ich habe da jetzt auch nicht zu stark übertrieben. Egal. 18. Runde, Leute. Es geht noch das vorletzte Mal DSS nach oben. Ich probiere tatsächlich hier noch alles rauszuholen aus dem Auto. Aber es ist, glaube ich, quasi schon gegessen. Wir sind 7 Sekunden mittlerweile hinter Max Verstappen. Es ist einfach insane, was der Mann da abhaut. Es ist dieser Red Bull, es ist diese Fahrerkombi. Es ist einfach gut geworden für ihn hier. Natürlich hatte er auch ein bisschen Glück mit dem Spin, aber ich weiß nicht, wenn der so eine Pace an den Tag gelegt hätte, dann hätten wir vermutlich nicht mal Chance gehabt, wenn wir da eine Sekunde oder zwei vor ihm gewesen wären. Das war wirklich ein Wahnsinn. Spoon hier, einfach eine geile Kurve, wirklich. Auch von der Heli-Perspektive. Es gefällt mir extrem gut, die Strecke. Wie gesagt, am Anfang habe ich sie gehasst, Leute. Bin da 10, 15 Runden in Zeitrennen gefahren. Die ersten 4-5 Runden direkt in der ersten Runde abgebrochen. Direkt erste Runde irgendwie Spin, irgendwie neben die Strecke gekommen, irgendwie den Scheitel nicht erwischt. Es ist wirklich eine komplizierte Strecke. Es ist eine Oldschool Racing-Track-Strecke, die mal eigentlich 3 Überstrecken, also 3 Achter bekommen hätte sollen. Glücklicherweise hat sich der niederländische Designer dann 62 dazu doch entschieden, nur die eine zu machen. Und ja, nach ein paar Umbauarbeiten, aber vor allem auch ein paar Jahre später, hat man dann auch hier die ersten Rennen ausgetragen, geschichtsträchtig. Ich denke immer noch an Senna und Prost hier zurück, aber natürlich auch, wie gesagt, Schumacher, Alonso. Es ist einfach eine tolle Strecke und das letzte Mal, diese Season hier, diese Mega-Season. Das Spiel ist tatsächlich die fertige Version. Wundert euch nicht über die Ruckler. Ich wundere mich ehrlich gesagt über gar nichts mehr. In dem knappen Monat,
mein 2 Monaten kommt dann auch endlich Formel 1 24 raus. Und da freue ich mich echt schon drauf. Hoffentlich keine neue Fahrphysik. Aber jetzt mal hier zurück. Wir werden das Rennen auf den 2. Platz beenden mit fast 10 Sekunden Rückstand. Zur Erinnerung, also 9, aber zur Erinnerung, wir sind von der Pole gestartet. Ich war fast 3 Sekunden vor Verstappen, wie ich in die Box gefahren bin. Durch den Spin ist natürlich einiges verloren gegangen. Sergio Perez hat sich da tatsächlich noch an Russell vorbeigekämpft und übernimmt. Ja, die gelben Reifen sind jetzt auch schon in einem kritischen Fenster, das muss ich zugeben. Ich habe auch die letzten paar Kurven und vor allem auch 1-2 Runden schon ordentlich kämpfen müssen und verliert da tatsächlich noch einmal im letzten Sektor über 3 Zehntel. Verstappen gewinnt also das Rennen, verdient muss man sagen, fehlerlos, und deswegen fahren wir auch hier diese Formel 2 Linie. Wir werden Zweiter, gucken wir uns mal die Siegerehrung an. Ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über Sieg mitfreuen kann. Ja, ich sehe Rot und Red Bull. Wir also mit 2 Red Bulls hier. Ja, Sainz nur 9. Das ist echt ein schwaches Rennen von ihm gewesen. Schnellste Rennrunde konnte ich nicht mehr toppen und wir sind jetzt 14 Punkte in der Fahrerweltmeisterschaft hinten. Ähnlich wie in der richtigen Formel 1. Da ist es ja jetzt auch die beiden Erster und Zweiter. Also noch sind wir gut. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Ja, meine Predictions kommen jetzt auf jeden Fall noch für das Rennen. Ich denke mal, für Alonso wird es nach hinten gehen. Sainz wird echt eine starke Race-Pace haben. Ob es für die Top 3 reichen wird, bezweifle ich. Also ich würde mal sagen, Verstappen gewinnt das Ganze dahinter Perez. Und auf Platz 3, ja, lasse ich Lando Norris. Der ist auch, obwohl, Lando Norris, nein, ich bin sehr kreativ und sage Carlos Sainz. Wie tippt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Schaut auch unbedingt gern auf Instagram vorbei. It's_Tobi auf TikTok natürlich. Und vor allem auch gern alle anderen Social Media Kanäle unten, wie immer, alles verlinkt in der Bio. Und für heute war es mal. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst einen Daumen oben da. Morgen oder übermorgen sollte dann auch die Recap zum Rennen kommen. Guckt euch gern vorbei, abonniert gern kostenlos. Wir sehen uns später auf TikTok und ciao.